Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Alan Wake 2. Dann wollen wir mal. Ich glaube, ich weiß, welchen Reim ich vergessen habe. Und zwar habe ich doch einen am Cauldron Lake nicht. Ich habe nur gedacht, ich hätte alle drei oder vier. Weil das so ausgesehen hat. Aber das war nur die Liste. Und ich habe gedacht, das wäre der. Aber, ne? Ich glaube, ich habe den in dem privaten vergessen. In der privaten Hütte. Nicht mitgenommen. Das ist in der Nähe von dem an der Brücke und in der Witchfinder Station. Aber ich glaube, den habe ich nicht. Was eigentlich auch ganz praktisch ist, weil der letzte Reim ja auch in der Witchfinder Station ist und dann wären wir da direkt in der Nähe. Auch wenn ich hier ungern langlaufe. Könnt natürlich auch jetzt hier durch, hier lang und dann müssten wir hier nicht so lang, ne? Und hier ist ja auch die Dings. Aber wir waren noch in der privaten Hütte. Warum habe ich den nicht. Ah, weil der von hinten, glaube ich, ist, ne? Hier. Ja, und hier sind auch Dings. Okay. Gehen wir mal hier lang. Und ich wollte eigentlich schon längst Control angefangen haben, aber dadurch, dass ich ja momentan reduziere und nicht mehr hinzufügen will, denke ich mal, mache ich das dann, wenn ich hiermit fertig bin. Kommen wir im Nachhinein nochmal ein paar. Warum geht die Seite immer wieder hoch? Ein paar, ja, Aha-Momente haben rückwirkend. Zum Beispiel, was den Hausmeister angeht. Eventuell, weil ich glaube, das ist der Hausmeister von. Die Seite ist ja schon wieder hochgegangen. Von Control. Ich will die Map da behalten. Lass das. Bin noch gar nicht gegen Sandy gekommen. Warum macht er das? Warum macht es das? Ach ja. Also unter anderen Umständen könnte das hier richtig schön sein, ne? So richtig idyllisch. Ich würde ja auch Urlaub machen wollen. So hier mit diesen. Ne? Sieht doch cool aus. Davon mal abgesehen, dass ich, ja. Eigentlich nicht so gerne laufe. Mirror Peak, der majestätische Berg in der Ferne, ist der Mirror Peak, das Wahrzeichen oberhalb des Cauldron Lakes. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees in seiner ganzen verkehrten Pracht wider. Ja, das wissen wir schon. Das kennen wir schon mit Ellen. Ich glaube, hier sind wir mit Ellen, glaube ich, auch lang gelaufen. Da müssten wir ja. Ja. Aber ich glaube, dafür würde ich gern so ein paar Schritte auf mich nehmen, hier so. Das sieht alles so schön aus, ne? Also in so einer Gegend, wenn nicht gerade so ein Kult rumher ist und mich töten will. Ja, doch. Das war auch der Grund, warum ich schon mal in Norwegen war. Richtig hübsch. Richtig schön. Und ich freue mich schon drauf, innerhalb, ich glaube, das ist nur noch ein Monat hin. Ja, es ist nur noch ein Monat hin, wenn ich dann wieder hinfahren darf. Es war natürlich stressiger, weil ich dann im Voraus ganz viel aufnehmen muss. Aber das lohnt sich. Auch wenn ich dachte, dass ich da irgendwie dann. Das ist fehlt, das hier fehlt. Aber. Da vorne ist die, ne? Ne, das ist eine andere Hütte. Das ist die Witches Hut. Ja. Das hier fehlt mir trotzdem, aber. Mal so eine Woche. Nicht hier sein. Mal so ein bisschen. Abstand nehmen.
Na, ich hätte gleich hier mal so lang gehen sollen, ne? Komme ich denn da überhaupt rüber? Nee, ich muss da hinten lang, ne? Ich muss da hinten lang. Okay. Hier komme ich ja gar nicht über den Fluss. Ich muss ja über die Brücke. Na, können wir gleich immer den Speicherpunkt mitnehmen. Hier einen kleinen Schluck Kaffee. Ah ja, stimmt, ich wollte ja nochmal an den Schuhkarton. Das habe ich vorhin voll vergessen. Den Talisman auswechseln. Ne? Oh! Okay. Das ist cool. Haben wir ja doch wieder einen Platz. Ah, den würde ich tatsächlich sogar lassen. Mut zur Lücke oder so. Falls wir noch was finden. Hier müsste es aber auch runtergehen, ne? Da. Das hier? Ja, sehr schön. Wer? Wer denn? Ich? Ich muss ja eigentlich rechts lang. Hä? Wir hätten doch erst. Warum sind da schon wieder zwei? Wo ist er? Ist er jetzt oder ist er nicht? Ja, er ist. Danke für die Batterien. Danke für nichts, ihr Penner. Na, ich habe Dings für die andere Dings bekommen oder was? Die ich nie benutze. Weil ich die Schrotflinte lieber mag. Ja, das haben wir doch schon. Ich muss jetzt erstmal hier lang. Warte mal, hier ist noch was? Manuskript? Wo? Wie? Was? Da. Ah ja. Zurück im Witch's Ladle richtete Saga die Taschenlampe auf die Ah. seltsame dunkle Substanz. Dieselbe Substanz, die Nightingale im Leichenschauhaus hinterlassen hatte. Darunter war etwas versteckt. Sie versuchte mit Mühe, etwas zu erkennen. Das Gegenteil von Sonnenflecken in ihren Augen. Noch schwärzer als schwarz. Plötzlich eine Veränderung. Das Licht reagierte auf die Substanz. Eine Rückkopplungsschleife. Es wanderte ihren Arm hinauf. Saga umklammerte die Taschenlampe. Willens damit, die dunkle Materie zu durchdringen, sie wegzubrennen. Das hat man, glaube ich, schon. Dann ist das für die hier, für die hier. Aha. Ich mag die auch so gern. Genau hier lang. Ah ja, hier ist die Brücke. Oh, ich sehe, glaube ich, schon, wo ich lang muss.
Das mag ich immer. Wenn ich dann sehe, wo ich... Genau, hier ist das. Das wusste ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber gut, jetzt haben wir es ja. Oh, jo. Ja, doch, doch, hat sich gelohnt. Oder? Ja, ich glaube, jetzt können wir die hier wieder aufladen. Nein, immer noch nicht. Sage, ich bin enttäuscht. Ach, das ist die Munition für die hier, ne? Hm. Okay, genau, da vorne und dann rechts. Und da hatte ich auch einen nicht aufgemacht. Warum auch immer. Ach, wegen dem. Der ist auch verschlossen. Okay. Na, das war mir klar. Oh, schön. Zu wie viel seid ihr? Zu viele. Es kam ihnen... Ich habe ja, ist ja gut. Okay. Ich glaube, das waren alle. Oh, schön, danke. Hier waren wir doch. Ah, warte mal. Hier. Und hier habe ich einen übersehen. Ja, wo? Oh, ach, hier! Noch ein Reim. Oh, danke. Eine Krähenmutter hockte im Nest hernieder. Machte über ihre Jungen mit ihrem Gefieder. Sie schützte ihr Heim vor einem Getier, das eindringen könnte in ihr Revier. Und eines Recken wird es brauchen, soll je ein Wolf im Nest auftauchen. Gut. Das sollten wir hinkriegen. Denn ich habe die Lösung hier liegen. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Hier ist ein Küken. Ach, da ist das Küken. Macht Sinn. Ich hasse das, wenn sie das sagt, ne? Ich hasse das, wenn sie Macht Sinn sagt. So, was soll denn passieren? Achso. Aber hier sollte doch dann auch der Dings auftauchen, oder nicht? Oder muss ich den erstmal an der Falltafel abschließen? Ich sollte doch die Vaterpuppe bekommen. Oder ist die an dem... Wo ist denn hier nordöstlich? Ach, da, ne? Da müsste das dann sein, ne? Wo? Hier muss er irgendwo sein. Witchfinder's Station. Ich war hier schon mal. Ja. Ich sollte mich umsehen.
höre ihn doch. Hä? Man kann nie genug Talismane haben. Ja, ich hätte gern... was anderes. Ich wusste doch, dass da einer ist. Gut, jetzt können wir uns das mal durchlesen. Und die Puppe mitnehmen. Also, Warnung. Eigentum des Federal Bureau of Control. Abteilung für parafiktionale Forschung. Leitende Forscher Dr. Campbell. Den werden wir in Control bestimmt irgendwie wieder dingsen. Dieser Behälter ist stets unter Verschluss zu halten. Der Prüfgegenstand ist von den anderen getrennt zu halten, sowie in sicherer Entfernung von der Haupttestanlage der Witchfinder Station aufzubewahren. Warum? Wieso kann ich den nicht mitnehmen, wollte ich gerade sagen. Gut, wir werden jetzt das tun, was da drin steht, was wir nicht tun sollen. Wir werden alle Gegenstände zusammen aufbewahren und zur Witchfinder Station gehen. So. Ach, da hätten wir auch gleich hier lang gehen können. Okay. Naja. Dann werden die Puppe dahin bringen, wo sie nicht hin soll. Laut Aussage. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Boot und ein Zettel. Sonne, Wellen, Küken. Auge, Herz. Sonne, Wellen, Küken. Hier ist das Herz. Die Sonne. Ein Haus. Baum. Schätze, ne? Was ist da? Ach, das hatten wir schon. Hier noch was? Wellen. Küken. Gut, jetzt müssen wir das Wohnzimmer. Das soll aber eigentlich ein Auge sein. Ja. Kommt nämlich die Vaterpuppe hin.
zum... Wer spricht da? Woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ich habe beobachtet, wie Sie sich ständig in mein Projekt eingemischt haben. Ah ja. Sie haben jedoch auch Positives bewirkt. Wow. Welches Projekt? Welches Projekt? Sie haben also mit meinen Testvorbereitungen herumhantiert, ohne auch nur die leiseste Ahnung davon zu haben. Wie arrogant. So ist es. Doch Ihre Einmischung in meine Forschung geht hier nicht zu Ende. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Der Trick daran ist die Manifestierung der Kinderheime. Glaube ich zumindest. Kunst wird Realität. Der Zugang wird offenbart und vielleicht tritt sogar jemand an. Klartext. Lästig und unhöflich, wie ich sehe. Hm. Der Punkt ist, dass Sie durch Ihre ungewollten Handlungen den Weg geöffnet haben. Und ich werde mir nun ansehen, was passiert, wenn jemand die Schwelle überschreitet. Nein, das stimmt etwas nicht. Das... Was ist das? Sehen Sie... Was? Hallo? Hey, sind Sie da? Klingt so, als hätte diese Person den Mund zu voll genommen. Das Zeug schon wieder. Da ist noch etwas. Ja. Das ist praktisch. Ja. Ich nehme die Puppen wieder mit. Okay. Das, damit habe ich nicht gerechnet, aber gut. Ich glaube, wir haben jemanden zum Tode verdammt und haben dafür, einen Talisman-Steckplatz bekommen. Richtig? Richtig. Warte mal, wir hatten noch einen dabei, ne? Ja. Könnten wir eigentlich machen. Erstmal. Wenn wir dann im Karton da was Besseres haben. Oh. Links bekommen. Schrottmunition. Ja. Das war's dann wohl mit dem Projekt. Mit dem Reimen. So. Jetzt brauchen wir noch die Kultverstecker, ne? Irgendwas war da auch noch. Ich meine, wir können ja erstmal hier den Fall schließen. Was, wenn ich diese Puppe an einen Ort bringe, an dem sie nicht sein sollte? Ja, das haben wir schon. Das kann schon schief gehen. Ja. Das, was schiefgelaufen ist, ne? Hier gibt es etwas zu lernen. Etwas über Arroganz vielleicht. Hm. Ja. Achso, ja. Das kommt da unten hin dann wahrscheinlich, ne? Nicht? Ja, das kommt da oben, das weiß ich. Je länger man sie ansieht, desto schlimmer werden sie irgendwie. Ja. Ach, da unten ist wahrscheinlich. Doch, hier ist doch auch noch was. Hab ich da irgendwas übersehen? Naja. Was haben wir denn hier noch? Achso, für später. Okay, die Kultverstecke. Da wollten wir als nächstes gucken. So, Watery haben wir anscheinend. Wir sind ja gerade am Cauldron Lake, also würde ich da weitermachen. Watery haben wir. Da haben wir 4 am Cauldron Lake. Und es sollen 5 sein. Ach, uns fehlt der Schlüssel für das eine Versteck, ne? Okay, ja stimmt, da war was. Aber da können wir gleich hingehen. Ich weiß nämlich jetzt, wo der Schlüssel ist.
Und dann können wir nach Watery wieder. Oh, das war ganz nett. Gehen wir gleich den gleichen Weg zurück. Oder fast. Hier runter und dann... Nein, da müssen wir nicht lang. Ach ja, stimmt. Oder? Doch. Hier lang. Hier lang und dann links. Werde ich nicht geheilt? Hier war nur die Dings. War doch die Brücke, da war die Brücke. So. Nein, die Taschenlampe lassen wir an. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin falsch abgebogen. Das wollte ich doch vermeiden. Etwas fallen lassen. Oh, geht mir doch mal weg mit dieser Scheiße hier. Vielleicht sollte ich die mal benutzen. Wo lag denn der andere hier? Da, und der hat nämlich auch was. Diese blöden Pfeile, ne? Ach ja, muss ich gedrückt halten, damit man die auch nicht aus Versehen wegwirft. Ach Mensch. So, genau, da geradeaus und dann... ...ging es hier irgendwo wieder hoch. War ich richtig? Nein, hier irgendwo. Hier. Genau. Oh, schön. Ich liebe knatschende Türen. Knatschende Türen sind immer super. Genau, das war das, aber... Ja gut, das haben wir eben gerade benutzt, ne? Was haben wir hier? Ja, davon haben wir so viele, dann nehmen wir die mal. Würde ich tatsächlich sogar zusammenpacken wollen. Ne, das sind doch die. Okay. Hier haben wir auch noch einen. Ja. So. Okay. Genau. Ach, warum nicht? Nehmen wir nochmal mit. Was?
Genau, hier können wir gleich links abbiegen. Ich glaube, hier den Weg hoch, ne? Ja. Sonst kommen wir da unten nur beim Fluss raus, wo wir nicht hinwollen. Ja, dann gehen wir jetzt den Weg wieder hoch. Nur, dass wir dann hier... Dann nee, warte mal. Können wir trotzdem gleich hier dann gehen. Hier irgendwie. Genau. Sind wir nämlich wieder hier. So. Der Schlüssel ist da irgendwo. Ja, dann müssen wir da lang. Ich komme da gar nicht hoch. Man ist irgendwie auch logisch, aber... Erschreckt mich doch nicht so. Erschrecken ist gemein. Hat euch das denn noch nie jemand gesagt? Man erschreckt Leute nicht einfach so. Wenn man Leute erschreckt, gibt es Schrot ins Gesicht. Oder warte mal, wir können auch die Dings benutzen. Was für kleine Pisser. Aber hey, wir haben Munition. Oh. Gleich mal nachladen hier. Nein, du sollst nachladen. Eieiei. Da vorne. Wieso ist da eine Dings? Hier ist die 2. Hier muss irgendwo das Versteck vom Schlüssel sein. Warte mal, ich komme auf die Karte. Ja doch, hier muss das Versteck vom Schlüssel sein. Hier. Oh, der erste sah so aus, als wenn man da irgendwie... Zwei, vier. Ist doch auch hier angezeichnet, oder nicht? Ferienhaus Versteckschlüssel. Hier, da. Oder Schlüsselversteck oder. Ah, hier.
Hier habe ich auch noch was vergessen. Ein Talisman. Sieh sich das einer an. Noch ein Talisman. Ach. Naja. Können wir im Karton gleich auswechseln. Ach, ich bin durch die falsche Tür gegangen. Okay. Dann haben wir das nämlich auch. Zumindest hier. Und dann gucken wir uns das nochmal auf der Alter, zwei auf einmal werfen ist gemein, ja? Arbeitshager. Ich weiß nicht, warum ich von den anderen so viel Dicks bekommen habe, Muni bekommen habe. Naja, Batterien sind auch in Ordnung. Oh. Gleich mal einen Kaffee trinken hier. So. Ah, das ist wieder so ein Kaffeetassentalisman. Ich glaube, ich nehme wieder sowas mit, ne? Ja. Gut. Hier war doch irgendwo das Versteck, oder nicht? Da. Okay, das hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Viel besser als die Mathe-Tests. Ah ja, hier kriegen wir auch immer was. Ja. Ja. Dankeschön. Ach, weißt du was? Wir können den einen Talisman hier wegdingsen. Das mache ich mal am besten so. Kommt der da oben hin? Da. Wieso kann ich den nicht wegmachen? Ach, kann ich die Talismane nicht wegschmeißen? Ah, dann schmeiße ich halt ein paar Pfeile weg. Who cares die Pfeile? So. Freu eh nicht. Viel zu viele aufgesammelt. Die Dings ist besser. Haben wir denn jetzt alle? Zumindest hier, ne? Okay. Jetzt fehlen mir nur noch die in Bright Falls. Oder eins in Bright Falls. Okay. Ja, eins in Bright Falls, ne? Wieso wird das nicht hier angedingst? Wenn ich hier drauf gehe, bei dem anderen ging es doch auch. Oder ist das der Dings? Warte mal, gab es da einen Schlüssel? Nee, ne? Bei der letzten Truhe sollte es doch da einen Schlüssel geben. Naja, ich meine, wir machen das eh erst beim nächsten Mal. Wegen dem Timer, der gerade gebimmelt hat, aber trotzdem irgendwie komisch. Ja. Okay, in Bradford sind auch noch ein paar.
nicht eventuell hätte übersehen können. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne? Ja, einer fehlt. Okay, eins fehlt. Aber, wie gesagt, das können wir dann beim nächsten Mal machen. Ich beende den Part für heute. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye.